Gemeinsam sind wir stark, das ist ein gutes Stichwort. Ich bitte jetzt den ersten Redebeitrag auf die Bühne, und zwar jetzt von Mehr Demokratie e.V. Hatte sich ein Redner angekündigt. Kommst du mal eben bitte auch angerufen? Sollen wir den Namen hören? Hallo, ich bin Alexander Trennhäuser von Mehr Demokratie. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Hi. So, ich bin heute Morgen extra aus Köln hierher gekommen. Ja, gut. Danke. Und ich muss euch sagen, ich bin ziemlich beeindruckt. Ich kenne euch bisher nur aus dem Internet, von eurer tollen Internetseite. Ich kenne viele andere Bündnisse gegen TTIP in ganz Nordrhein-Westfalen. Aber ich glaube, mal soeben 1000 Leute auf die Straße zu bringen an einem Samstag, da muss ich wirklich sagen, wenn ich einen Hut hätte, dann hätte ich ihn jetzt schon längst abgenommen. Das ist wirklich fantastisch. So, ich kann leider keine Gedichte vortragen, aber ich kann euch Märchen erzählen, von denen ich gehört habe. Aktuell hört man eigentlich jede Woche neue Märchen aus Brüssel, was TTIP angeht, was CETA angeht. Diese Woche war es ja wieder soweit. Die Handelskommissarin hat erzählt, ja, ich habe gelernt, wir haben jetzt reformierte Schiedsgerichte und die werden wir in die Verhandlungen mit den Amerikanern tragen. Die sind viel besser, weil da gibt es eine Berufungsinstanz und die sind viel transparenter. Ich frage euch, was hat sich denn eigentlich geändert? Warum brauchen wir Sonderklagerechte für Konzerne? Darüber sagt sie kein Wort, darauf hat sie keine Antwort. Yeah! Alles Lügen! Mal ganz abgesehen davon, das ist ja heute Morgen auch schon erwähnt worden, wie will man es eigentlich unseren amerikanischen Verhandlungspartnern klar machen, dass man mit ihnen solche Schiedsgerichte nicht will, sondern so einen sonderinternationalen Gerichtshof? Aber mit Kanada, da macht man solche Schiedsgerichte dann schon. Das ist doch völlig unsinnig. Das wird kein einziger amerikanischer Verhandler akzeptieren. Mal ganz abgesehen davon, wie viele internationale Gerichtshöfe haben die Amerikaner eigentlich in den letzten Jahren akzeptiert und etabliert und unterschrieben? Mir fällt da kein einziger ein. Richtig lustig wird das Märchen von Frau Malmström ja dann, wenn es um CETA geht. Da sagt sie, nein, da ist alles zu. Also da reden wir nicht mehr drüber. Aber wir werden, wenn das alles ratifiziert ist, dann werden wir uns mit den Kanadiern zusammensetzen und nochmal überlegen und dann auch unsere Wünsche bezüglich der Schiedsgerichte äußern. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Also wenn ihr zum Beispiel ein Auto kaufen geht, wann fragt ihr den Autohändler nach einem Rabatt oder nach einem Satz Winterreifen? Macht ihr das vorher in den Verhandlungen oder macht ihr das hinterher, wenn das Geld schon auf dem Tisch und der Vertrag unterschrieben ist? Also das ist doch völliger Unsinn, den Frau Malmström uns hier erzählen will. Die Märchenstunde der Handelskommissarin ging ja eigentlich schon vor einem Jahr los. Damals hat sie, das war so ihr erster Amtsakt, eine Transparenzoffensive angekündigt. Dann hat sie das Mandat, über das verhandelt wird, veröffentlicht. Gut, das stand schon seit einem Jahr kommentiert im Internet, das hatten die Grünen im Europaparlament schon veröffentlicht, aber naja, guter Wille zählt. Ein Jahr später hat sich sogar der Deutsche Bundestag in einer Resolution des Ältestenrates, angeführt von Norbert Lammert, und das ist nun wirklich kein Freihandelsgegner, darüber beklagt, dass es keine ausreichenden Informationen für unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier gibt. Das Ganze ist keine Transparenzoffensive, das ist eine PR-Offensive, nein, noch viel mehr, das ist eine Offensive gegen unsere Demokratie und unsere Rechtsstaatlichkeit. Wir waren ja vorhin bei der CDU, da sind wir an der Parteizentrale vorbei, und ich muss euch sagen, ich war gestern noch in einer der dunklen Ecken des Internets. Da waren keine nackten Menschen oder Drogenhandel oder so, nein, es war die Internetseite von der CDU. Wenn ihr auf... Ja, tut mir leid, nur Recherche. Wenn ihr auf cdu.de/TTIP nachschaut, dann findet ihr da angebliche Fakten über das Freihandelsabkommen. Und die CDU verspricht, für das, wenn das Freihandelsabkommen kommt, 545 Euro jedem Haushalt pro Jahr. Ist das nicht großartig, ja?
Und da wird es auch besser. Die CDU verspricht auf ihrer Internetseite, bitte lest es nachher nach, für den Fall, dass das Freihandelsabkommen TTIP abgeschlossen wird, eine Steigerung des Exports von Deutschland nach Amerika von bis zu 94%. Also ich habe ja über die CDU schon vieles gedacht, aber bisher hatte ich eigentlich gedacht, die hätten von Wirtschaft so ein kleines bisschen Ahnung. Aber 94%, das ist doch völlig hanebüchen. Wir wollen uns nicht länger an der Nase herumführen lassen, von Brüssel, von der CDU, auch von der SPD, über die ich jetzt noch gar nichts gesagt habe. Wir wollen deutliche Zeichen setzen gegen TTIP, gegen CETA. Und deswegen bitte ich euch um zwei Dinge. Zum einen, bis zum 6.10. läuft die Europäische Bürgerinitiative. Ja. Wer das noch nicht unterschrieben hat, der kann gleich hier nach vorne kommen und das hier direkt machen. Ansonsten bitte, 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 sprecht jeden an, den ihr kennt, sprecht eure Verwandten, eure Freunde an, fragt Oma und Opa, bedient eure E-Mail-Verteiler nochmal, schickt diese Initiative noch einmal durch die Welt. Es macht schon einen Unterschied, ob wir 2,8 Millionen Unterschriften haben oder ob wir 3 Millionen Unterschriften zusammenbekommen. Yeah! Tja, und das Allerwichtigste, das steht uns demnächst an. Nächste Woche zum Beispiel könntet ihr noch nach Düsseldorf fahren, da ist auch eine Demo gegen TTIP. Aber das ist ja alles Mobilisierung. Wir nehmen jetzt Anlauf. Und wenn wir abspringen, dann wollen wir alle am 10.10. in Berlin landen. Bitte kommt alle am 10.10. zur Großdemo nach Berlin. Wir müssen dort ein Zeichen setzen gegen TTIP, gegen CETA und für einen gerechten Welthandel. Und der Weg, diese Abkommen zu stoppen, der führt am 10.10. von Münster nach Berlin. Vielen Dank. So, danke schön, das war mehr Demokratie, Frau. Vielen Dank. Alexander.